Hey, ich bin's, Sophie. Ich habe leider dieses Buch nicht gefunden, das liegt irgendwo rum. Es geht um das Buch vom Igel, der keine mehr sein sollte. Das Ganze ist erschienen 2017 im Bels Kinderbuchverlag und geschrieben wurde es von Isolde Stark und Petra Wiegand. Guckt es euch an, googelt danach. Es ist super schön gezeichnet. Es geht um einen Igel, der total niedlich aussieht und der in einem Wald unterwegs ist mit anderen Waldtieren. Und alle sind so ganz wirklich niedlich, leicht überzeichnet. Und es gibt aber auch Emotionen und die Emotionen sieht man diesen Tieren an. Trauer und auch Hass und so Feindseligkeit und Neugier und Charme auf jeden Fall. Also es ist super, super schön, eine total mächtige Bildsprache. Ich finde es total herrlich. Und worum geht es? Es ist tatsächlich doch fast eher eine Metapher, eine Fabel. Es geht darum, dass der Igel relativ allein und aber doch relativ glücklich in seinem Garten lebt und einen Apfel isst und sich sonnt, aber doch feststellt, dass er ziemlich allein ist. Und eben dann in den nahen Wald zieht, um eben andere Tiere kennenzulernen, um nicht mehr so allein zu sein. Und dort trifft es auf verschiedene Waldtiere, den Fuchs und den Hasen und das Stachelschwein. Und das Stachelschwein ist der heimliche Anführer. Und der sagt eben, du darfst nur mitmachen, wenn du ein richtiges Tier bist. Ein Igel ist kein richtiges Tier für das Stachelschwein. Ich möchte nicht zu viel wegnehmen und hier zu viel spoilern. Faktisch ist, der Igel legt sein Igelstachelfell ab und das sieht man schon wunderbar illustriert auf der ersten Seite und versucht eben so zu sein, so zu schleichen wie der Fuchs oder so aufrecht zu laufen wie der Hirsch, so zu hüpfen wie der Hase und scheitert jedes Mal, weil er eben ein Igel ist mit kurzen, krummen Beinen und einer langen Nase und eben diesen Stacheln und eben ausgemergelt ist, weil er halt so nichts zu essen findet und sich blaue Flecke holt. Und alle hänseln und lachen aus. Du bist eben kein Fuchs, du bist eben kein Igel. Das geht alles so ein bisschen in die Richtung von dem Buch, was ich vorgestellt habe, das kleine Ich bin ich. Dass er nämlich damit seine Stärken entdeckt, dass er als Igel schon ziemlich gut funktioniert und eben nicht wie das Eichhörnchen auf Bäume hochklettern kann, weil er eben nicht die richtigen Pfoten dafür hat, aber eben als Igel andere tolle Sachen machen kann. Jedenfalls trifft er dann zum Ende wieder in die Versammlung und alle lachen ihn aus, weil er einfach das nicht kann und jenes nicht kann und überhaupt ein ganz komisches Tier ist. Und dann rollert er sich ein in seine Igelstachen, weil er eben sich schützen möchte, weil die dann doch ein bisschen handgreiflich werden und mit den Nasen nach ihm stoßen. Und das macht dann auch der Anführer, das Stachelschwein, und ups, holt sich eine blutige Nase und schreit, oh, ein Igel, ein Igel, ein Igel, du bist ja ein ganz tolles Tier, weil es eben erkennt, dass ich eben auch ein wehrhaftes Tier ist und das möglicherweise relativ schnell unterschätzt wird. Und weil der Anführer jetzt diesen Respekt entwickelt durch diese eigenen Schmerzen, durch diese eigene blutige Nase, möchte es den Igel hofieren und aufnehmen in diese Gesellschaft der Tiere. Und der Igel überlegt jetzt natürlich so, möchte ich jetzt auf einmal diese falschen Gesichter von den Tieren, die mir jetzt ihre Höflichkeit antragen und mich vorher so ausgelacht haben, akzeptiere ich das? Man könnte jetzt fast schon als erwachsene Person sagen, prostituiere ich mich? Oder gehe ich meinen eigenen Weg? Und ich spoilere jetzt nicht. Es ist wunderbar. Es ist herrlich. Diese Fabel, diese Metapher des Akzeptiertwerdens, weil ich möglicherweise anders bin als die anderen Tiere. Die Anforderung an mich, mich anders verhalten zu müssen, anders verhalten zu sollen, damit ich Anerkennung bekomme, wird wunderbar karikiert in diesem Buch dargestellt. Man wird richtig mitleidig mit diesem armen Igel, der schikaniert wird und bekommt ein ziemlich klares Bild von diesem schlechten Verhalten der anderen Tiere, von dem Stachelschwein über den Fuchs und die sich alle lustig machen. Ich finde, das ist ein irre schönes Buch. Wir lesen das sehr, sehr gerne. Es hat nicht mal so richtig so einen Transkontext. Hier geht es um Selbstanerkennung, um Selbstliebe, um dazu zu stehen, was man selbst ist, um seine eigenen Stärken. Und eben das in Reflexion mit anderen. Ich finde, das ist ein super schönes Kinderbuch, wo man ganz, ganz viel lernen kann. Und ich kann echt nur sagen, herzlichen Dank an die wunderbare Isolde Stark und Petra Wiegand. Dankeschön.